Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Roter Traktor Tycoon. Freunde, willkommen zurück zum Red Traktor Tycoon. Und was machen wir heute? Was machen wir heute? Ist immer die erste Frage des Tages. Und zwar ist ein kleiner Fauxpas passiert. Ich hatte Glück, dass er irgendwann mal ein Autosave gemacht hat, aber als ich dieses Feld hier bestückt habe, aus irgendeinem Grund auf jeden Fall, ich habe das Spiel beendet, habe die Aufnahme beendet, sagen wir es so. Und ja, auf einmal war da nichts mehr. Keine Ahnung, ich habe die Aufnahme beendet, das Spiel hat sich irgendwie auch beendet und ja, dann war ich irgendwie wieder hier an dieser Stelle. Ich weiß nicht genau, was ich danach noch gemacht habe oder was ich nicht gemacht habe. Fakt ist, wir müssen dieses Feld erstmal hier neu bestücken. Und ich bestücke das. Und wir sollen noch ein paar Sachen erforschen. Ich muss gleich mal gucken, was das alles kostet. Schweine kann ich gleich auch noch machen. Oder sollte ich machen. Ich habe schon so ein paar gute Tipps wieder von Insidern bekommen. So, ich pflanze jetzt erstmal hier noch Carrots. Ja, wie ihr wisst, ihr seid die Insider. Ich habe wieder ein paar Fragen, Wünsche, Anregungen, Bemerkungen und andere Dinge bekommen. Fakt ist, ich brauche einen Schweinestall für Fleisch. Denn alle Menschen wollen Fleisch. Außer die, die kein Fleisch wollen. Was aber im Prinzip auch irgendwie logisch ist, denn, ne, ihr wisst schon. So, keine Ahnung. Dann haue ich noch Rüben raus. Können wir nämlich auch noch Zucker machen. Später, alles später. Jetzt mache ich erstmal als erstes die Feldbestückung. Und dann schauen wir mal. Na, jetzt habe ich da dieses eine blöde... Komm, habe ich noch was im Anhänger? Ja. So. Wir pflanzen erstmal den ganzen Krims und den Krams. Und dann schauen wir mal. Dann holen wir uns noch eine neue Fabrik. Beziehungsweise forschen erstmal ein bisschen was. Ich könnte nämlich auch noch mal ein paar Äpfel wegforschen. Jetzt haben wir Rüben. Jetzt haben wir dies, jetzt haben wir das. Mais ist für Mais. Oh, hier, die sind schon fertig. Habe ich wieder so lange gebraucht. Na komm, machen wir noch ein paar Carrots. Und dann geht's weiter, dann geht's weiter. Es ist mehr als nur eine Simulation. Es ist Leben. Wenn's so einfach wäre, 60 Sekunden für ein paar Karotten. Ach komm, weißt du? Schadet ja nichts. Schadet ja nichts. Das Feld ist aber jetzt auch ganz schön mächtig geworden. Ich weiß, viele Leute sagen jetzt, hey, mein Kuskeng hat größeres Feld gemacht, schon mit 7 Jahren, hatte nur einen Arm, aber that's life, Freunde, that's life. Wisst ihr, was ich mal eben mache? Jetzt kommt nämlich ein cooler Move, den der Kreis jetzt macht. So, ich packe mal hier wieder Mehl rein in die Mehlfabrik. Warum kann ich mit dem Ding nicht auf die Mehlfabrik zugreifen? Oh Mann, ich dachte, ich mache es jetzt mal eben hier aus dem Saatgutbehälter, aber nö. Will er nicht. Will er nicht. Dann halt so. So, Mehl. Erdbeermilch wird noch produziert. Omelettes haben wir auch noch genug. In die Brotfabrik. Alter, da ist noch so viel Mehl drin. Eigentlich hätte ich gar kein Mehl gebraucht. Hier ist auch noch ordentlich Holz drin. Da ist noch Ziegenkäse. Und hier sind noch Bretter. Alles gut. Alles gut. Sehr gut. Obwohl, ich lasse den Anhänger mal hängen. Dann holen wir uns hier die Sausemaschine und sausen erstmal hier so ein bisschen über die Karotten. Wie jeder weiß, ist Sausen immer gut. Kartoffelis, die brauchen jetzt ein bisschen länger. Kann man nichts machen. Gut, klar, man könnte Wasser draufschütten, dann geht es schneller. Aber wieso sollten wir das tun? Ich weiß nicht, ich finde das mit dem Wasser noch so ein bisschen umständlich. Weil du halt wirklich mega lange tanken musst, für einmal da kurz irgendwie reinspritzen in so ein kleines Stück Wasser. Finde ich persönlich nicht so geil. Na, danach gehen wir erstmal die Tiere wieder ein bisschen füttern, würde ich sagen.
bisschen feeden, damit die was produzieren. Dann kümmern wir uns um neue Forschung. Dann wird alles bigger and better. Weil die haben alle nichts mehr. Die haben alle nichts mehr. Ja, ich hatte ja in der letzten Episode da ein bisschen von dem Mais erzählt. Ich weiß jetzt nicht genau, also mir wurde mal gesagt, man soll diesen Mais, der halt für die Tiere ist, diesen Futtermais da, diesen, der halt extra nur für die Mast gezüchtet wird, den soll man nicht unbedingt essen. Der soll nicht so geil sein. Ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist, so hey, fass nichts von fremden Bauern an, ne, oder ob's halt, ob die halt wirklich nicht gut sind, weil das dann irgendwie Genmais ist oder keine Ahnung. Da bin ich jetzt nicht so involviert, da will ich auch niemanden irgendwie fälschlicherweise anschwärzen. So, 5, 4, wir machen Fleisch. Zack. So. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Dann schauen wir mal, können wir uns das Fleisch denn schon leisten? Erdbeermilchfabrik, Ziegenkäse, Omelettfabrik, Zaunpfostenkuh, Mehlfabrik, Tor, Kartoffel, Apfel, Erdbeere, Weizen. Hä, wie kann ich denn... Ach so, okay. Ich dachte, da ist irgendwie noch so ein... Ich dachte, da kommt noch irgendwie ein Schlachtschritt dazwischen. Aber nein, kommt nicht. Okay, dokey. Jetzt ist die Frage, passen meine Schweinchen rein theoretisch? Ja, es sollte noch gehen, oder? Wenn wir da jetzt zwei freilassen... Hier zwei frei. Dann könnte ich hier direkt ans Lager meine Schweine stellen. Ich mach das mal so. Weil das passt ja auch gerade so mit den Bäumen noch. Ah, dann bin ich endlich diese Pfosten hier los. Die stören mich einfach in meiner Natur. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ihr wisst, was ich meine. Euch haben sie auch schon in der Seele gebrannt, oder? Sind wir doch ehrlich. So, nicht zu viele kaufen wieder, damit die nicht hier rumfliegen. Habe ich jetzt schon wieder einen zu viel? Nee, oder? Na, komm her, kleiner Pfosten. Irgendwo muss noch ein Pfosten sein, oder? Irgendwo. Wo ist der hingeflogen? Ah, da. In den Kartoffeln tarnt er sich. Sodala. Da müssen wir jetzt mal auf Schweinejagd wieder kurz gehen. So, Schwein, wo bist du hingelaufen? Mach's dir hier nicht zu gemütlich. Na, wo ist er denn? Schwein? Schwein? Schwein! Huh. Der Fenster ist offen, die Nachbarn denken, was, wer beleidigt mich da? Alter! So. Boah, Schweine sind ja mega teuer. Sehe ich ja jetzt erst. Alter. So, nee, Moment. Da muss ich ja dann mal eben kurz den... Nein, nicht die... Nein. Anhänger. Anhänger, so, warte mal, hier Käse, einen Stuhl kann ich verkaufen, ein paar Äpfel vielleicht noch, ein bisschen Kartoffeln kann ich ja jetzt eh noch nicht gebrauchen, dann das hier kann weg, Brot kann auch weg. So, können wir das erstmal verchecken? So, jetzt hau ich mal eben das weg und nehme den Anhänger mit und die Erntemaschine, weil die Kartoffeln, die gehen mir hier auch schon auf den Schniedel.
So, mal hier eine Handvoll Potatoes. Ach, ist das nicht schön. Ist es nicht schön? Komm, hier, die hauen wir mal in die Forschung. So, jetzt habe ich wieder ganz viel Forschung und ganz viel Geld. Dann hole ich mir mal hier meinen Grabscher. Und ab in den Laden. Wie viele Schweine brauche ich noch? 3, gell? Oh, nee, doch 3. So, Schweinchen hier geblieben. So, und 1 noch. Ist das nicht schön, wenn man Schweinchen hat? Ja, das ist super, da machen wir die Schweinchen platt. Komm, wir holen jetzt Essen und Trinken für die Schweine und für die alle. So. Mach ich erstmal hiervon wieder 30. Hiervon wieder 30. Hiervon wieder 30. Ja gut, dann nehme ich noch 10 Carrots mit, aber... So, ihr Schweine, ihr kriegt Mais, gell? Ja, sehr schön. Meine lieben Kühe, ihr kriegt Rüben. Meine lieben Ziegen. Ja gut, das ist ja natürlich jetzt nicht mehr so viel, ne? Aber... kriegen die Ziegen nochmal 20 Stack draufgelegt. Ich meine, die brauchen eh lange. Schweinchen brauchen auch lange. Ist eigentlich ganz geil. Hm. So, machen wir hier nochmal 30. Hier nochmal 30. Da brauche ich nicht so oft fahren. Wisst ihr, was ich meine? So, wer kriegt noch was? Nochmal. So, wird Butze voll machen hier. Kriegt ihr? Ja. So, da la. Dann sind schon mal alle Tiere versorgt, die. Erstmal vorläufig. Hier nehme ich noch ein bisschen Milch mit. So, ab ins Lager damit. Coolio, coolier. Laboratorium. So, als nächstes Zucker. Von der Zuckerfabrik. Oder was? So. Lager, Stuhlfabrik, Brett, Zucker. So, Zuckerfabrik. Nee, nicht Labor. Zuckerfabrik. Da brauche ich... einen kleinen Arbeiter. So, und dieser Arbeiter holt mir den Zucker. Achso. Nee, Zuckerfabrik. Warte mal. Damit was hier. Oh, jetzt habe ich natürlich mich scheiße hingestellt. Aber was soll's. Achso, das kann ich auch. Ah, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Moment, ich sortiere mich neu. So, was gehört jetzt hier zur Zuckerfabrik? Das Ding, ne? Zuckerfabrik mitnehmen. Und ins Lager bringen. So. Und dann hole ich aus dem Lager mal Rüben. Rüben, Rüben, Rüben. Das reicht erstmal. So, dann produzieren die Zucker.
Wenn ich jetzt machen wir mal ein Experiment und schrumpfen mal kurz die Brotfabrik. Alter, warum fliegt hier Fleisch quer übers Feld? Au. Au. Okay, ich verstehe. Perfekt. So. Haben wir hier eine schöne Reihe. Jetzt die Frage, ist meine Drohne? Wo ist meine Drohne? Bleibt die bei der Brotfabrik dann? Oder muss ich mir jetzt so ein EMP kaufen? Wahrscheinlich, hä? EMP unterbricht arbeitende Drohnen. Ja, obwohl die fliegt ja jetzt hier rum. Hat die noch ihren Auftrag oder nicht? Die ist ja so einsam rumgeflogen, deswegen schauen wir mal lieber, ne, bevor die hier... An der Brotfabrik bitte mitnehmen. Und im Lager abliefern. So, schauen wir mal, ob die sich jetzt... Die sich jetzt anders sortiert. Ja, die fliegen hier eh rum so ein bisschen. Okay. Alter, er hat aber auch alle Geräte, der Mann. Er hat alle Geräte, der Mann. So, ich hole mal meinen Flug hier raus. Leg den mal hier ab und dann schnappe ich mir mal eben kurz einen kleinen Hänger hier. Und sammle mit diesem schon mal ein bisschen Fleisch und Milch und Zeug. Dann haben wir das doch. Das sieht doch gut aus. Wir haben alles da, was ein Bauer braucht, oder? Ich meine, Alter, pion, schießt der da. Die Hühner ploppen da die Eier raus. Das ist ja. Ist ja irgendwie auch nicht mehr feierlich, ne? Ich meine. Ey, immer wieder. Warum immer in den Let's Plays kommt diese Scheißmeldung? Wie oft updatet denn Adobe? Das ist ja unglaublich. Ja, guck einer an, wie unser Bauernhof, wie das hier lübt. Das lübt, das ist alles schön. So, unser wunderbares Lager. Der Laden, gibt's noch irgendwas, was ich jetzt dringend brauche? Eigentlich nicht, ne? So, wir haben jetzt Fleisch, wir haben jetzt Zucker, dann kommt als nächstes der Käse. Was ist das denn hier? Ein Eintopf. Er ist mir noch zu hoch. Da brauche ich mehr Geld für mehr Drohnen. Komm, wir machen mal Käse. In der Käsefabrik. Zuckerfabrik. Käsefabrik. Guck mal, da brauchen wir mehr Milch. Das heißt, wir müssen bald schon... Wir müssen uns bald auf neue... Mehr Kühe. Wir brauchen mehr Kühe. Und da wollte ich die Felder... Ich werde das ja auch noch irgendwann mal hübscher designen, aber jetzt gerade... Jetzt gerade kann ich das hier alles hübsch hinstellen. So, was brauche ich denn hier? Für mehr Kühe. Für mehr Kühe brauche ich Wasserpumpen und Rasierwerkzeug. Okay, cool. Aber das machen wir dann in der nächsten Episode.
So, aber ich fahre das jetzt nicht alles einzeln ins Lager hier. Sondern. So. Hä, wieso geht das nicht? Ist ja voll. Achso, ich habe die Sachen gar nicht abgeliefert. Ja, ich glaube, beliefern muss man selber, ne? Oder weiß das jemand? Aber ich glaube, mit Drohnen kriege ich das nicht hin, oder? Kann man mit Drohnen auch Tiere füttern? Aber ne, man kann ja die Drohnen noch nicht einstellen und sagen, bring immer nur bis 50 oder so, ne? In der nächsten Folge, Freunde, machen wir dann erstmal noch einen zweiten Kuhstall hier hin. Beziehungsweise sorgen erstmal dafür, dass wir hier infrastrukturell ein bisschen aufräumen. Das würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Episode. Ja, 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 so machen wir es. Ich bedanke mich, Freunde, an dieser Stelle, wie immer, recht herzlich fürs Zusehen. Ja, ich hoffe, ihr seid alle beim nächsten Mal wieder mit dabei, beim kleinen, roten, süßen Traktor-Tycoon. Und, ja, ich bedanke mich, wünsche allen noch einen wunderschönen und erfolgreichen Tag, Freunde. Vor allen Dingen erfolgreich ist immer wichtig. Und, in jeglicher Hinsicht erfolgreich. Für manche ist es ein erfolgreicher Tag, wenn sie in Jogginghose den ganzen Tag auf dem Sofa liegen und entspannen. Ja, Erfolg ist nicht gleich immer viel Leistung. Erfolg ist ein weitläufiger Begriff. Trotzdem, Freunde, viel Spaß bei allem, was ihr macht. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen und ciao.